Hi Christian, ich begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Teil unserer Videoreihe Unser Pastor erklärt. Die erste Frage lautet: Womit startet der Gottesdienst? Ja, wir befinden uns hier an einem etwas vielleicht ungewöhnlichen Ort, nämlich im Glockenturm der Pauluskirche, denn hier startet sozusagen der Gottesdienst. Der Gottesdienst startet nämlich mit dem Glockenläuten. Die Glocken rufen zum Gebet und damit auch zum Gottesdienst und damit startet der Gottesdienst. Ja, wenn der Gottesdienst dann mit Glockenläuten gestartet ist und man dann in der Kirche angekommen ist, dann wird man in der Kirche mit einem Orgelvorspiel begrüßt. Das ist sozusagen das, was die meisten dann als erstes in der Kirche wahrnehmen. Und die Musik hilft dabei, anzukommen und sich innerlich auf den Gottesdienst vorzubereiten und still zu werden. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass der Gottesdienst mit dem Glockenläuten startet. Gibt es denn im Gottesdienst selber einen festen Ablauf? Ja, den gibt es und den kann man sogar mit einem bestimmten Begriff bezeichnen. Das nennt sich nämlich Liturgie. Die Liturgie ist sozusagen wie das Gerüst des Gottesdienstes. Wir befinden uns hier im Gewölbe und das Gewölbe trägt ja sozusagen das Dach und diese Liturgie trägt auch den Gottesdienst. Und diese Liturgie wird dann an jedem Sonntag etwas anders gefüllt, je nachdem wie das Thema des Sonntags ist. Aber so hat man einen festen Ablauf, anhand dem man sich orientieren kann, der einem Sicherheit gibt, auch im Gottesdienst, und wo man sich nicht ständig fragt, was kommt eigentlich als nächstes. Aber wie so oft gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Wir haben zum Beispiel einen VIP-Gottesdienst, der ist ein Spezialgottesdienst. Da ist der Ablauf ein bisschen anders. Da halten wir uns nicht streng an die Liturgie. Oder bei einem Jugendgottesdienst wird das auch oft verändert. Aber im Grundsatz, an jedem Sonntag und auch sonst bei Gottesdiensten, haben wir so einen festen Ablauf, an dem wir uns orientieren. Was ist ein Votum? Ja, ein Votum ist sozusagen ein Toast. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass der Gottesdienst ein Fest ist. Und wenn man ein Fest feiert, dann am Anfang des Festes, dann erheben ja in der Regel alle ihre Gläser und stoßen miteinander an zu Ehren des Gastgebers oder des Geburtstagskindes. Und so ist das auch beim Gottesdienst. Am Anfang des Gottesdienstes sage ich, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist sozusagen die Frage, wem gebührt die Ehre bei diesem Fest? Und die Ehre gebührt Gott und das steht am Anfang des Gottesdienstes. Wir erheben quasi unsere Gläser auf Gott, wenn man so will. Wieso wird in jedem Gottesdienst ein Psalmgebet gesprochen? Ja, Psalmen sind Lieder und Gebete aus dem Alten Testament. Und Psalmen werden auch im jüdischen Gottesdienst gesungen und gebetet. Und wir machen uns mit dem Psalm unsere jüdischen Wurzeln bewusst und wir machen uns bewusst, dass wir den gleichen Gott anbeten. Und das tun wir zum Beispiel mit dem Psalm. Auch Jesus hat die Psalmen gebetet und sie sind sozusagen die wichtigsten Gebete, die in der Bibel aufgeschrieben sind und die sozusagen am Anfang jeden Gottesdienstes stehen und uns einführen in eine Gebetshaltung. Ja, was passiert beim Sündenbekenntnis und beim Lobpreis? Ja, als Menschen passen wir mit unserem Leben eigentlich nicht zu dem heiligen Gott. Wir sind sozusagen, wenn man es im Bild sprechen möchte, auf dem falschen Fest. Aber Gott lädt uns trotzdem ein und will uns dabei haben. Und das nehmen wir im Sündenbekenntnis in Anspruch und bitten Gott, dass er das, was in unserem Leben nicht zu ihm und zu seinem Fest passt, dass er das wegnimmt. Und der Lobpreis ist dann quasi die Antwort darauf, wenn wir erfahren, dass Gott uns annimmt und wir bei ihm auf dem Fest sein dürfen, dann ist das Grund zum Singen, zum Tanzen und zum Feiern. Und Lobpreis ist eben, ja, wie bei einem richtigen Fest auch, die Feier und das Tanzen und das Singen und die Freude, dass man gemeinsam miteinander unterwegs ist und ein Fest feiert. Vielen Dank.